Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an unserem zweiten Teil der Serie Forschen in Zeiten von Corona. Heute werden wir über die Topothek sprechen und haben zwei Leitfiguren der Topothek-Szene seitens Topothekarinnen und Betreiber bei uns. Und bevor ich sie Ihnen vorstelle, möchte ich noch ganz grob umreißen, worum es heute geht. Also Topothek ist ein Kunstwort aus den griechischen Wörtern topos, topoi, das ist, steht für Ort, Platz, Stelle, und Theke, der Behälter. Also analog dazu die Bibliothek oder Pinakothek, Pinakothek von Pinax, Pinakos, das Bild, Gemälde. Also wäre die Topothek eine Sammlung von Orten oder Plätzen. Und wie kann man sich, wie können wir uns räumlich Plätze vorstellen in Form von Bildern? Also eine Topothek ist eine Sammlung eben auch von Bildern, von Fotos, die fleißig in den Ortschaften und Städten, die eben so Topotheken betreiben, dazu kommen wir noch später, die eben die sammeln und die Leute animieren, dass sie da mitmachen und die dann praktisch entsprechend bearbeiten, einscannen, bearbeiten und dann eben der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Ich möchte das kurz an einem Beispiel festmachen. Also die Topothek ist ein Teil von dieser Icarus-Community, von dieser Icarus-Plattform-Landschaft. Also wir haben eben Matricula, was wir vorige Woche gesehen haben. Heute kommt die Topothek dran, in zwei Wochen, nicht nächstes, sondern in zwei Wochen Monasterium. Und abschließend wird dann noch der Dr. Thomas Eigner über die Zeitmaschine, Time Machine sprechen. Und den Icarus for All Verein, den darf ich da auch nochmals in Erinnerung rufen, das sind wir und die vielen Leute, die uns da unterstützen mit ihrem Jahresbeitrag, völlig auf freier Basis, denn das ganze Leistungsspektrum kann praktisch auch ohne Mitgliedschaft, ohne sich anmelden, verwendet werden, und das ist das Schöne auch an dieser Plattform, also von Matricula und Monasterium spreche ich da jetzt. Also hier könnte man mit einem Link gleich direkt auf die Topothek gehen. Ich mache das jetzt ganz kurz. Ich habe den umständlichen Einstieg hierüber gewählt. Im Prinzip gibt es dann auch natürlich direkt Links, beziehungsweise wenn man einfach in Google Topothek irgendeine Ortschaft, irgendeine Stadt anklickt, dann, also eingibt nach der Suche, dann kann man dort gleich direkt einsteigen und Webseite, die Homepage der Topothek aufgehen. Das tut sie auch, gibt es Aktuelles und darunter dann einige Highlights, die sich eben so in der letzten Zeit ergeben haben. Und Bad Rüppersdorf sehe ich hier. Und jetzt würde ich da gleich auch in die Topothek von Bad Rüppersdorf reingehen. Da kommt auch gleich ein Foto. Schönes Kuh- oder Ochsengespann. Ein Foto eben. Das Schöne von der Topothek ist eben, was mich von Anfang an bestochen hat, ist diese Verortung, die Art und Weise, wie die Bilder, die da in dieser Topothek drinnen sind, von drei Seiten her, von drei Dimensionen hier praktisch definiert werden und eingeordnet werden. Also wir haben hier oben die Zeitdimension, wir haben hier den räumlichen Bezug der einzelnen Fotos und hier haben wir die Fotos dann. Und darüber hinaus kann man noch nach Schlagworten vorgehen. Also diese drei Dimensionen finden sich mir auch, also da ich gerade das Geschichtswissenschaftsstudium begleite, auch in der Geschichtswissenschaft wird eigentlich die Geschichte nach diesen drei Dimensionen Zeit, also das wäre noch die Geschichte des Altertums oder der Neuzeit oder Zeitgeschichte des Mittelalters, also der Zeitbezug, dann eben der räumliche Bezug, Geschichte von Europa oder von Nordamerika, und eben das dritte heißt Aspekte dann, das ist noch eben also Alltagsgeschichte oder Wirtschaftsgeschichte, Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte, so diese ganzen Teilbereiche dann nach diesem dritten Aspekt. Und genauso ist diese Topothek auch aufgebaut und im Detail werden uns das dann die zwei Gäste, die wir da haben, erklären. So, jetzt bin ich auch schon wieder fertig.
Und ich darf das Wort übergeben an zuerst an die Elisabeth Kutscher, dass sie sich einmal kurz vorstellt mit dieser ersten Vorstellungsrunde und ja, mit dem Sack, wie sie zur Deputy gekommen ist, was sie so macht. Bitte, ja, Elisabeth. Guten Abend. Mein Name ist Elisabeth Kultscher, ich bin Archivarin, Dopothekarin von Wilhelmsburg. Ich habe eine Familiendopothek seit Jahren, die aber aus Zeitgründen ja, mehr als brach liegt eigentlich. Keine Zeit dafür. Ich bin das Sekretariat vom Mostviertler Genealogenstammtisch und bin Autorin von Familienbüchern und Heimatbüchern. Also an meinem dritten Buch wird gerade fleißig recherchiert. Ja, und habe mir eigentlich voll und ganz dem Thema Dopothek gewidmet und bin da ziemlich hineingegangen. Danke, ja. Den zweiten Herrn, den wir jetzt haben, den Redner, Alexander Schattek, Diplom-Ingenieur Alexander Schattek, ist der Gründer der Dopothek eigentlich, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und sind natürlich auch sehr froh, dass wir den heute begrüßen dürfen. Und Alexander, bitte, wenn du erzählst. Ich glaube, das Wesentliche an der ganzen Sache und was meine Rolle betrifft, ist, dass ich aus keinem der notwendigen Fächer komme. Also das finde ich immer irgendwie so lustig. Ich komme aus der Gegend der Gestaltung. Ich habe Industriedesign studiert, ich habe ein bisschen Architektur studiert, habe ständig mit Gestaltung zu tun. Und auf der anderen Seite bin ich auch kein Techniker. Ja, also ich horche den Technikern immer gerne zu, aber ich glaube, es ist notwendig, dass man überall ein bisschen auch über den Tellerrand schauen kann und daher diese Fäden auch zusammenbringt. Aber das Wesentliche ist sicherlich das, dass man diese Begeisterung für etwas hat, die man nicht wirklich weitergeben kann, nämlich diese Begeisterung für gewisse Teile der Vergangenheit. Ob es jetzt die eigene Vergangenheit ist, die Vergangenheit von jemand anderem oder die Vergangenheit von einer Region, Gegend, Gemeinde, was auch immer. Also da war unglaublich viel Faszination drinnen und ich glaube, die war auch das Treibende. Also nicht das Fachliche, sondern diese Faszination, diese Dinge, die ein Mosaik zusammenstellen, das immer dichter werden kann, dieser Sehnsuchtsräume irgendwo der Vergangenheit, das ist diese treibende Feder dahinter, dass wir dann zur Dopothek gekommen sind. Wir haben angefangen damit ungefähr, würde ich sagen, so um das 9er Jahr herum. Das war ein Lückenbüßer-Thema in meinem Büro, das ich damals hatte, wo wir gesagt haben, ja, ihr Programmierer hier, ich hätte da gern etwas, dass das und das können soll. Und da war auch kurios, dass ich zu dieser Zeit noch gar keine Ahnung hatte, dass wir eigentlich zu den Archiven gehören. Also das war absolutes Niemandsland ohne irgendeine geplante Andockmöglichkeit nach irgendwohin, sondern das Thema war nur, ich möchte mein Material durchsuchbar machen. Da ging es auch nicht um Veröffentlichung, sondern da ist es nur darum gegangen, ich möchte nach einem Schlagwort, ich möchte mich an was erinnern können, wieder etwas finden in meinen Schachteln oder vielleicht auch sogar in Büchern, was wir ja gar nicht veröffentlichen können in Dopotheken. Aber das war die Aufgabenstellung. Ich habe ein Detail in Erinnerung, aber wo finde ich jetzt das Original dazu? Und da haben sich die Parameter dann eben ergeben, dass ich gesagt habe, diese Dinge finden wir auch nur auf der Karte durch Schlagworte und durch die Datierung. Und das war dann der Anfang für die Dopothek und alles andere waren zwei wesentliche Faktoren. Ich würde sagen, das eine der Zufallsfaktor, wen lernt man wo kennen, wer hat welche Ideen, die wieder dazukommen. Und das zweite, auch wesentlicher Faktor, dass sich auch Menschen gefunden haben, die gesagt haben, ja, das ist interessant, das will ich ausprobieren und damit können wir auch gut umgehen. Und das sind alle Dopothekarinnen und Dopothekare. Ohne die würde es ja auch keine Dopothek geben. Ja, sehr schön. Es ist etwas sehr Schönes daraus geworden, auf jeden Fall. Und ich sehe da durchaus auch sehr viele Anwendungsmöglichkeiten rein über das Kommunale an Bildern, an Fotos, an Erinnerungen in der Gemeinde hinausgehende, nämlich
wie es jetzt auch schon ein Beispiel gibt, habe ich gesehen von einer Topothek, die bestimmte technische Aspekte, geometrisches Zeichnen, also irgendwie da vergegenwärtigt. Ich kann mir auch vorstellen, eben weil ich da irgendwie im Geplänkel war mit den alten Urkunden, das Thema von nächster Woche ist, oder von der übernächsten Woche ist dann diese Monasterium-Anwendung, wo es eben um die alten Urkundensammlungen geht. Also auch da könnte ich mir sehr schön vorstellen, diese Verlinkung in Raum, Zeit und Beschlagwortung, also bestimmte Merkmale eben. Also wo sind diese Urkunden gewesen, wann sind sie gewesen und mit welchen Eigenschaften oder Nicht-Eigenschaften, also so ein Bestandteil einer Urkunde oder wie gesagt. Also, und da gibt es tausende, also unzählige mehr Beispiele, wie man Topotheken eigentlich von denen her einsetzen könnte. Das ist eine sehr schöne Sache. Gehen wir vielleicht gleich zur nächsten Frage über, zur nächsten Runde. Die Anwendung als solches, die Elisabeth ist ja Topothekarin von Wilhelmsburg. Könntest du so lieb sein, uns vielleicht zu zeigen, etwas wie wir da was finden können, wie wir uns orientieren, die Benutzerführung, wie man sich da so als Newbie, der noch nichts gemacht hat, da ja, zurechtfinden kann und was man überhaupt damit macht mit so einer Topothek. Ja, sehr gerne. Ich zeige jetzt einfach, wie man etwas finden kann in der Topothek, also ganz normal die Benutzerseite. Wilhelmsburg, nur zur Erklärung, ist ein kleiner Ort in Niederösterreich. Unsere Topothek ist ungefähr seit einem Jahr jetzt online, hat 1600 Bilder ungefähr. Es kommt halt leider oft der Brotberuf dazwischen, dass man sie nicht so reinziehen kann, wie man gerne möchte. So, am ersten Blick ist die Topothek ungeordnete Ansammlung an Bildern. Damit ich natürlich jetzt das finde, was ich suche, kann ich mir durch verschiedene Tricks behelfen. Ganz wichtig ist immer, dass die Topothekare möglichst viele Schlagworte benutzen. Ja, also nur das, was ich eintippe, kann ich dann natürlich auch finden. Besonders beliebt sind so zum Beispiel bei den Ahnenforschern, Sie kennen das sicher aus der Praxis, wenn man jetzt in einem Taufbuch oder Trauungsbuch eine Adresse findet, ist man ganz begeistert, kommt aber drauf, die haben ja in der Zwischenzeit 5-mal die Adressen geändert. So war es dann leider bei uns, Gott sei Dank nur einmal. Und das wird oft verwendet, dass dann, wir haben das dann auch so beschlagwortet, man tippt die alte Adresse ein. So, dann suche ich mir das raus. Und habe sofort so zum Beispiel ein Bild von dem ehemaligen Haus, das da gestanden ist, mit der Anschrift Wilhelmsburg 10, ob die heutige Adresse und wenn da wo was zu finden ist, ein bisschen ein Begleittext dabei. Also je nachdem, wie es in Ihrer Gemeinde ist, wenn Sie das beibehalten, dann sieht man jetzt zum Beispiel den schönen Klotz, den stattdessen dasteht, wenn das möglichst genau beschlagwortet ist, dann kann man das auch sehr gut finden und tut man sie natürlich leicht. Man kann aber natürlich nicht nur noch Adressen suchen, sondern genauso Namen und so weiter oder noch Betrieben. Und dann kann man natürlich Verschiedenes verbinden. Das reicht dann von einem Inserat bis zu einem Bild der Angestellten oder einer Explosion in der Färberei. Der Mann hat das Gott sei Dank überlegt und ist ins Spital gekommen, man beachtet bitte die Zigarette im Spitalsbett. Also kuriose Sachen kommen ja dann manchmal auch vor, die heute unvorstellbar sind eigentlich. Neben dem Suchbegriff eingeben, kann ich mir auch über die Zeit behelfen. Wenn ich mir jetzt denke, eigentlich würde ich jetzt gern wissen, was ist so um 1920 herum passiert, dann kann ich mir hier die Zeitschiene einstellen, die auf Suchen, und sehe dann die Fotos, die eben mit diesem Zeitraum angenommen wurden, dass sie da entstanden sind. Ne? Wir hatten zum Beispiel in Wilhelmsburg einen Großbrand, der die ganze Mitte vom Ort ausgelöscht hat, auch das alte Rathaus und das Archiv. Sehr traurige Sache. So kann ich dann eben auch nach bestimmten Jahren suchen. Genauso kann man über den Punkt Themen
Es ist in jeder Topothek anders aufgegliedert. Da kann man sie, das kann man, was man halt für wichtig erachtet, da hineinnehmen. Zum Beispiel die Firma Özpack, das kennen vielleicht manche von Ihnen. Also wir hatten in Wilhelmsburg 5 große Fabriken, 2 davon im Ortsgebiet, und die Firma Özpack ist es die letzte, die geschlossen hat, heuer im März. Sie kennen vielleicht Lilienporzellan oder Laufensanitärartikel. Möglicherweise befindet sich bei Ihnen zu Hause ein Stück Wilhelmsburg, aber bitte schauen Sie es nach der Veranstaltung nach, ob die auch so ist. Und da haben wir eben von Keramikteller bis hin zur Fußballmannschaft. Also hier wäre das Suchfeld, wenn man etwas eintippen möchte. Hier ist die Zeitschiene zum Verschieben. Und hier bei den Themen kann man einen Vorschlag betrachten, wo das dann eingeordnet ist. Natürlich ist das ja nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, die es dann wirklich zu finden gibt. Und als weiteren Punkt kann man auch über die Verortung nachschauen, wenn man ist ein bestimmter Bereich recht interessiert und man denkt, oh, wie war das da früher auf meinem Schulweg? Ja, an dem Tag wäre es schwierig gewesen. Kann man dann auch über die Verortung gehen, wenn ich dann einen bestimmten Teil des Ortes sehen möchte, dann kann ich mir das auch über die Landkarte machen. Also man sieht da bei jedem Bild, ich gehe jetzt auf irgendein Bild als Beispiel hinein, sieht man rechts, ist markiert, wo stand der Fotograf und in welche Richtung hat er das Foto gemacht. Und somit sind es dann mal das mehrere Möglichkeiten, wie man die Suchbegriffe finden kann. Und Alexander wird mich jetzt ergänzen, hoffe ich. Ja, ich glaube, zum Ergänzen gibt es ja nicht dabei. Du hast ja eh alles schon wunderbar gesagt. Nur um so dieses Wesen der Topothek zu sehen. Wir haben also diese 3 Möglichkeiten drinnen zu suchen. Über die Suchbegriffe, wo wir jetzt auch diese Themenlisten haben, die sich jede Topothekarin und jeder Topothekar zusammenstellen kann nach der regionalen Notwendigkeit. Wir können nach den Suchbegriffen suchen und als drittes können wir auf der Karte suchen. Vielleicht das eine noch als Hinweis dazu. Auf der Karte können wir auch mit dem Suchkreis suchen. Also ich darf da kurz noch einmal versuchen, mich dazu zu schalten mit dem Bildschirm. Dann sehen wir da drinnen in der Karte ja die Punkte jener Treffer, die gerade angezeichnet sind, die gerade aufgefunden wurden. Alexander, Fritz hat noch eine Frage, und zwar ja, an die Elisabeth ganz kurz, wie das mit Videos geht. Ich habe leider keine Erfahrung mit Videos, da wird Alexander der bessere Ansprechpartner. Okay. Alexander, wenn du das dann berücksichtigst, bitte. Mhm. Klar, also Videos sind überhaupt kein Problem. Also schön, Videos sind natürlich ganz was Wesentliches in der Topothek, weil da unglaublich viel an Details natürlich auftaucht. Und die Zielsetzung der Topotheken sollen ja sein, auch diesen Einblick in das private Material zu geben. Und da geht es nicht immer um die Personen, sondern ich sage, es ist so wichtig, was ist im Hintergrund drauf, dass man wirklich auch diese seltene Topografie der Hintergassen, die ja nur von privaten Leuten aufgenommen worden sind in der Regel, dass man die eben auch zeigen kann. Und ein Doppelklick auf den Punkt Videos oben auf die Kategorie bringt dann eben die Videos zutage. Und da möchte ich zum Beispiel empfehlen, auch im Weinviertel in der Topothek Ernst Brunn, wo der Herr Pohler, der schon sehr lange gefilmt hat und soviel ich weiß, sein Vater auch schon gefilmt hat, ganz großartige Einblicke gibt, wirklich diese Filme, die durch die Leute aufgenommen worden sind in den 60er Jahren. Und da gibt es Menschen, die aufschreien, wenn sie diese Filmchen sehen. Da sitzt ja meine Oma beim Heurigen Mitte der 60er Jahre, die schon lange verstorben ist. Also Videos sind ganz was Wesentliches, die wir da auch hineinnehmen können. Und wenn ich wieder alle Kategorien herklicke in so einer Topothek, dann möchte ich noch diesen einen Hinweis auf die Suche machen. Diese angezeigten Treffer in der Karte, die sind die 100 pro Seite. Aber natürlich gibt es ja viel mehr.
Das heißt, ich kann mit einem Suchkreis, also rechte Maustaste, ganz einfach einen Kreis aufziehen und dann bekomme ich aus der gesamten Topothek, aus der jeweiligen, die Treffer, die da drinnen sind, kann mir da die Vorschaubildchen ansehen und kann dann natürlich ganz normal weiter navigieren, kann in diese Bilder hineinschauen und da im Detail wieder betrachten, wo wir sind. Also mehr habe ich da jetzt eigentlich gar nicht hinzuzufügen, nur eben gesagt, dass man auch mit dem Kreis rechte Maustaste auf der Karte suchen kann, wenn ich nicht weiß, nach welchen Begriffen ich suchen soll, sondern ganz einfach die Suchfrage habe, schauen wir einmal, was gibt es für Bilder aus dieser Gegend, ohne jetzt Straßennamen oder Flurbezeichnungen eingeben zu müssen. Mhm, danke, ja. Gibt es dazu Fragen in die Runde, die eventuell noch vertieft werden sollten, rein von der Benutzerführung hier? Jetzt haben wir besprochen, wie wir Zeiten, wie wir noch Räumlichkeiten eingrenzen können. Die Frage war eigentlich, wie stellt man das Video hinein? Genau, das, wie man es sich abruft oder wie man es hineinstellt. Als Topothekar oder als Anwender? Ja, wenn ich in der Admin bin, kann ich das Video so hochladen wie ein Bild. Man braucht bei unserem momentanen Uploader immer ein bisschen Geduld, aber wir haben jetzt schon so viele Videos drinnen, es läuft eigentlich gut. Ich hätte gerne, dass es sehr gut läuft und da werden wir in der nächsten Zeit auch einen neuen Uploader dafür schnitzen. Also ganz einfach als Topothekarin, als Topothekar in der Admin mit Drag and Drop das Video hineinziehen, dann wird es gerendert und es erscheint dann zum weiteren Beschlagworten. Alexander, kannst du noch irgendwas sagen? Also wir haben jetzt da die Anwendung gehabt von der Topothekarseite her. Kannst du noch von der Betreiberseite her, von deinen unzähligen Meetings, die du hast mit den Leuten, mit den Topothekaren, irgendwas sagen, was besonders vielleicht ich da im Zusammenhang mit dem Handeln von der Anwendung dir aufgefallen wäre? Oder was? Naja, vielleicht zwei Aspekte fallen mir schon immer wieder ein. Das eine ist, dass es viele Wünsche gibt, wo wir immer abwägen müssen, welche Wünsche können wir, natürlich relativ rationell, das müssen wir auch denken, können wir umsetzen, die auch die meisten brauchen. Weil ich glaube, wesentlich ist, dass wir sehr einfach bleiben in der Bedienung und nicht zu viele Features haben, die dann von manchen oder sagen wir von der Mehrheit sogar nur zu einem geringen Prozentsatz verwendet werden. Also da müssen wir sehr einfach bleiben, weil das unterscheidet uns, glaube ich, auch von komplexeren Anwendungen, die dann für die Wissenschaft hauptsächlich vorgesehen sind. Heißt nicht, dass man nicht wissenschaftlich nicht arbeiten könnte in der Topothek. Aber es muss auch einfach bleiben. Also unsere paar Verzeichnungsfelder, die braucht man da drinnen, eben als Pflichtfelder, aber viel mehr sollte an und für sich nicht dazukommen. Und ansonsten muss ich natürlich auch immer genau drauf hören, wo funktioniert was nicht, warum funktioniert was nicht. Also das ist jeden Tag, wo wir schauen müssen, gibt es wieder neue Schwierigkeiten mit irgendwelchen Updates von der Technik im Hintergrund, also im Sinne, haben die Browser was geändert, dass zum Beispiel bestimmte Zeichen wieder nicht verstanden werden. Also nur so ein Detailbeispiel der täglichen Arbeit. Bis gestern hat ein Browser bei einem Schrägstrich ohne Abstand abgeteilt an einer bestimmten Stelle. Ab heute tut das nicht mehr. Warum? Aber der andere schon. Ja, also das sind diese laufenden Themen. Und da ist auch meine Bitte an alle, solche Dinge immer zu melden. Wir haben jetzt auch wieder so einen Fall mit einer heißen Spur, warum, wo, was passieren kann. Und dem müssen wir natürlich nachgehen. Und je früher wir das berücksichtigen können, desto besser ist es für alle. Also es ist keine Fehlermeldung, eine Störung. Manchmal sind es ja Gott sei Dank keine Fehler, sondern irgendein Zusammentreffen von Ungereimtheiten.
Aber da ist es immer gut, da eben zuzuhorchen. Und ansonsten muss ich mich eben auf der Anwenderseite auch für die Geduld bedanken, dass nicht alles so schnell geht, wie wir es gerne hätten, weil wir natürlich manche Videos auch schon schneller fertiggestellt hätten. Alexander, ist im Chat ist eine Frage gekommen, und zwar, ich habe ein altes Foto und würde gerne wissen, ob jemand weiß, wo das sein könnte, beziehungsweise wohin kann ich dieses Foto senden? Also da haben wir eine kleine Plattform und vielleicht eine etwas größere Plattform. Wir sind ja als Ganzes noch nicht so groß, ja. Aber vielleicht weiß es jemand in unserer Community. Ich habe mich jetzt wieder sehr darüber gewundert, welche Infos hereingekommen sind zu ganz kuriosen Bildern, dass das jemand weiß, wo das ist. Wir haben als große Plattform von der Reichweite her sicherlich unsere Facebook-Seiten, wo vielleicht das eine oder andere weitergeteilt werden kann mit der Frage. Und als kleine Plattform haben wir jetzt auch die Topothek, die Findbox heißt. Da sind ein paar Fotos schon drinnen, die eben in keinen anderen Topotheken noch Platz haben. Die hat man beim Scannen einmal mitgenommen und das ist ein bunt gewürfelter Haufen von Bildern, wo ich halt immer sage, schau mal drauf, dass wir da möglichst keine Ansichtskarten hineinbekommen, sondern wirklich Unikate hineinbekommen. Und da kommt auch die eine oder andere Antwort schon herein. Also eins der köstlichsten Dinge war ja, dass auf einem Foto der frühen 60er Jahre also von einer Autobahnbrücke fotografiert, da ist im Hintergrund nur Landschaft und jemand hat sich gemeldet und konnte nachweisen, wo diese Stelle der Westautobahn ist. Also ich werde nicht einmal drauf kommen, dass das die Westautobahn ist. Und das sind die schönen Sachen, wenn man sieht, es wird auseinandergesetzt sich mit den Dingen. Und das macht dann wirklich eine Freude. Nicht in der eigenen Kiste irgendwo verstauben lassen, sondern es ist für andere zumindest eine freudige Beschäftigung und für manche, und das sind dann diese Sternstunden der Topothek, für manche ist es wirklich eine ganz sensationelle private Information. Also wir haben etliche Fälle schon gehabt, wo familiäre Dinge zum Vorschein gekommen sind, wo jemand gesagt hat, ich habe ja diesen Verwandten überhaupt noch nie gesehen oder ich wusste nicht, dass es von meinem Großvater diese Fotos gibt, die eben jemand anderer in seiner Kiste hat und die noch nie aufgetaucht sind. Also Alexander, könnte man empfehlen, denjenigen, die zum Beispiel eben ein Foto haben, dass sie das eben auf Facebook in die Gruppe schicken, an Topothek? Oder wohin könnte man das schicken? Also natürlich, ich gehe mal davon aus, dass du natürlich sagst, okay, die jeweilige Topothek, so es denn eine gibt, wäre eigentlich die Ansprechperson. Naja, die Topothek ist viele. Ja? Also die Facebook-Gruppe ist sicher eine gute Möglichkeit, wo man die Dinge gut weiter multiplizieren lassen kann. Oder wenn wir kurz hineinschauen in diese Findbox-Topothek, dann können wir da runter scrollen und finden dann, ich glaube, haben wir es bei den Institutionellen jetzt drinnen, ja, sie steht jetzt leider Gottes da unter Wien, nach dem Standort von Icarus haben wir es jetzt unter Wien gegeben, aber sonst dieses Findbox-Topothek, das ist noch nicht groß, 220 Ergebnisse, aber immerhin, es kommen da schon sehr große Kuriositäten zusammen und da haben wir auch eine kleine Community, zumindest innerhalb der Topothekarlandschaft, wo manchmal hineingeschaut wird. Und da gibt es ja wirklich fatale Fotos, wo man denkt, da müsste man doch drauf kommen. Ja? Also eine Straße mit einer Straßenbahn und gründerzeitlichen Häusern, die nie und nimmer kein einziges in Wien, keines in Graz davon sein kann, ist das Iglau, ist das Iglau. Ja, also das ist nicht Prag, das ist nicht Budapest, wo fährt der Straßenbahn, das ist nicht Triest, da muss man dahinter kommen und sagen, ist es auch nicht. Also da gibt es spannende Rätsel immer wieder zu lösen. Wie kommen die aber in die Findbox rein? Das heißt, Topothekarinnen und Topothekare können selbst in die Findbox natürlich was reinstellen mit ihrem Zugang. Und wenn
jemand nicht dazugehört, dann kann er das an die Kontaktadresse schicken, dann kommt das meistens zu mir und wir können das Bild dann reinstellen. Wichtig ist nur, dass wir ein bisschen eine Rechtssicherheit auch haben, dass es also von den Urheberrechten eine plausible Herkunft hat und jetzt nicht der Duplikat von irgendeinem großen Archiv ist. Also auf das muss man. Es gibt nämlich noch eine Anschlussfrage im Chat. Ob es nur die Findbox nur für Österreich gibt oder auch für andere Länder? Oder ist das wurscht? Man gibt es einmal rein und sagt, woher man das hat und was es sein könnte. Also da haben wir keine Begrenzung. Wenn man auf der Landkarte schaut, da haben wir da auch ein Bild aus Donaustauf, wo eben von einer Donaureise mit dem Faltboot diese Fotos drinnen sind. Diese ganze Reise lässt sich dann abrufen mit alle, die hier verlinkt sind, die Bilder. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie 15 Bilder von dieser Reise, wo damals Buben mit dem Faltboot, das war natürlich noch ein bisschen ideologisch offensichtlich gewürzt, aber trotzdem, man sieht wunderbare Ansichten, wie hat man damals Zelte gebaut und vor allem, das ist auch wichtig, finde ich, bei Fotos, nicht nur der Bildinhalt für sich, sondern warum hat man damals was fotografiert? Ja, das finde ich auch immer spannend. Was war den Leuten wichtig? Das Foto war teuer. Ja, man hat sich was überlegt, warum macht man das Foto? Und auf einmal hat man dieses köstliche Foto von Passau, wo da die Ilz hineinmündet. Ja. Also das sind wunderbare Dinge, die natürlich im großen Zusammenhang dieser Findbox nicht sinnvoll sind, aber würde es einmal eine Topothek Passau geben, dann könnten wir diese Bilder natürlich dort hinein transferieren. Okay. Das ist ein sehr schönes Beispiel auch für diesen gesellschaftlichen Effekt des Zusammenbringens, wenn sich da Leute vielleicht vom anderen Ende der Welt melden und sagen, ja, das bin ja ich auf diesem Schulfoto und somit Lücken schließen in diesem kommunalen Gedächtnis. Also ein schönes Beispiel auch dafür, oder Beispiele dafür, dass durch das Teilen nichts verloren, sondern etwas gewonnen. Nichts verloren geht, sondern gewonnen wird. Also vielen Dank ja für diese gute Frage auch in dem Zusammenhang. Das war die erste Runde eigentlich von der Anwendung her Seite. Ich hätte das gerne noch etwas vertieft von den Dimensionen, also dieser räumliche und dieser zeitliche Aspekt hier, diese Art und Weise, wie man die Fotos, wie man die Objekte hier eben kategorisieren kann und einordnen kann. Elisabeth, gibt es in deiner Topothek irgendwas, was du da uns zeigen könntest, uns bringen könntest? Die zeitliche Dimension vielleicht auch erweitert darum, wie die Fotos zeitlich reinkommen, was als erst, was später, also auch in diese Richtung würde ich diese Frage verstehen. Also bei uns ist es so, dass wir in der Neuzeit sozusagen die Grenze beim Jahr 2000 gezogen haben. Was nach 2000 ist, ist nur dann, kommt nur dann in die Topothek, wenn es wirklich eine Besonderheit ist, so wie wenn ein Haus abgerissen wird oder eben wie eine Haltestelle, eine Eisenbahnhaltestelle wurde abgerissen, sowas nehmen wir schon rein. Ansonsten schauen wir eher ältere Objekte in die Topothek zu geben. Dann schauen wir mal nach, was das Älteste ist. Ich sortiere hier nach Alter Älteste. Ja, bei uns ist es eben, wie schon erwähnt, das Archiv ist abgebrannt, darum ist ein bisschen schwieriger, als dann manche Dinge zu kommen. Ich habe mir dort geholfen mit das Allerälteste, was wir haben, ist eine Grabtafel. Die ist an der Kirchenaußenseite befestigt, vom alten Friedhof, und wurde eben auch aufgearbeitet mit der Inschrift, mit Angaben zu der Person, wer war diese Dame, wo hat sie gewohnt und so weiter. Ansonsten, also das sind noch weitere Grabtafeln, Ausschnitt aus dem franziszischen Kataster, ist vielleicht bekannt, also Landesaufnahme. Ja, natürlich dann dieses von Anno, Anzeigen und so weiter und Ansichtskarten und ansonsten kommen wir dann schon in den Bereich der Fotos, das wird dann natürlich schon etwas jünger. Das ist dann leider noch etwas knapp gesät, aber wir sind ja noch lange nicht fertig.
Was mich auch an der zeitlichen Dimension recht interessiert, sind die, wenn man nachverfolgen kann, wie hat sich der Ort verändert. Zum Beispiel unser altes Rathaus, das nicht mehr ist, ist dann hat so ausgeschaut und ist eigentlich mitten auf der Straße gestanden. Da ist jetzt mittlerweile nichts mehr. Und wie hat sich dort das Ortsbild verändert? Das kann eben mit der Dopothek sehr gut zeigen. Da sehe ich hinten die Brandruine. Hier. Dann stand also 1920 abgebrannt. In der Zwischenkriegszeit wurde hier wieder ein Haus errichtet. Das war dann eine Konditorei, wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt und nicht mehr aufgerichtet. Und seitdem steht hier die Töpferstatue. Eigentlich die Einweihung von der Töpferstatue. Das war der Standort, was früher gestanden ist. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, verschiedene Ortsbildveränderungen oder auch Modeeinflüsse und so weiter zu finden. Ja, äußerst schön, ja. Super, ja, dann danke. Alexander, dich würde ich vielleicht bitten, wenn du den räumlichen Bezug irgendwie, du hast irgendwas, glaube ich, vom Prater irgendwie einen Weg mir gezeigt, wie das da laufen könnte oder was dir halt dazu einfällt, aber diese räumliche Dimension, die ja hier genauso reinkommt, die sich ja mit der zeitlichen hier schneidet. Und uns da wieder was also gerne, das ist so ein Lieblingsbild, das du dir gemerkt hast, was ich nämlich so gern herzeige. Da muss ich auch noch einmal so kurz zurückgreifen von so auch deine vorige Frage, was so augenscheinlich ist bei den Treffen. Ja? Und da habe ich seit langem schon festgestellt, wir haben zwei Kategorien von Menschen. Also so wie wir Kategorien haben von Formwahrnehmern und Farbwahrnehmern, das ist, glaube ich, so halbe halbe. Ich merke mir keine Farben, ich merke mir Formen. Also ich weiß morgen, was du angehabt hast, aber nicht, welche Farbe das gehabt hat. Und umgekehrt. Und genauso ist es bei der Beschlagwortung, bei dem, was historisch als wichtig erachtet wird, nämlich ohne nachzudenken, ganz spontan. Und da gibt es eben die einen, die sagen, mir sind die Menschen wichtig, weil eine Gemeinde besteht aus der Geschichte von Menschen, sonst hätte es ja die Gemeinde gar nicht gegeben. Und die anderen, da gehöre jetzt ich dazu, ich merke mir eigentlich nur, oder für mich steht im Vordergrund, wie hat sich das Ortsbild entwickelt. Ja, wie ist die Natur verändert worden? Wie haben sich die Bauten entwickelt? Wie haben sich die Verkehrsflächen entwickelt? Also alles das, woran man sich selber festmacht im Umraum. Und da passt dann eben dieses eine Bild dazu. Da haben wir auch wieder dieses Beispiel, wie suche ich und wozu brauche ich in diesem Fall die Topothek? Nämlich, ich möchte mir jetzt etwas suchen, von dem ich mich nur an ein Detail erinnern kann, nämlich, ja, an ein Detail, das wird nicht viel, es würde zu viele Suchtreffer bringen, wenn ich sage Kleinkind oder Baby. Ja, ich kann mich an eine Hausnummer erinnern und ich gebe jetzt zum Beispiel diese Hausnummer ein, also die Parzellnummer, Prater 175 alt und weiß, dass ich unter dieser Parzellnummer jetzt nicht mehr so viele Bilder habe und in diesen 38 Bildern werde ich es relativ schnell finden und da habe ich es auch schon. Ja, also das ist so ein ganz typisches, wunderbares Bild, wo man sagt, naja, hätten wir eigentlich weggeschmissen, weil da ist ja nichts drauf. Was hätte da fotografiert werden sollen? Das Baby da vorne oder die Leute da hinten, das Haus im Hintergrund ist nicht drauf, der Zaun ist nicht interessant und ist sowieso alles unscharf. Also das ist so ein Makulaturbild, wo man froh sein muss, dass das aufgehoben wurde. Und für mich ist das deswegen so besonders und das dient auch immer wieder dazu zu erklären, was man aufheben soll, weil das nämlich einen ganz seltenen Blick zeigt, nämlich nicht nur örtlich wo, sondern den seltenen Blick des Gehenden. Ja? Es ist kein Objekt fotografiert, sondern es ist genau das festgehalten, wo nichts drauf ist, nämlich der freie Raum vor mir des Weges. Und wenn wir jetzt auf die Karte rechts schauen, dann ist da gar kein Weg mehr. Und wenn wir uns eine historische Karte dazu blenden, dann sehen wir eben, hier ist dieser Weg gewesen. Wir sehen rechts diese Ecke, ein bisschen vielleicht von dem Gartenzaun herein ahnend, haben links von der Bildmitte unseres Blickwinkels, etwa hier drinnen, schneiden wir durch den Gartenzaun und dahinter. Und damit habe ich es gefunden, durch die
Ordnungsnummer 175, das ist dieses Gasthaus da hinten, konnte das aufgefunden werden. Also das ist für mich so ein Eintritt eben in eine zeitlich-räumliche Dimension, die man da einigermaßen mit wenig Mitteln vergegenwärtigen kann. Ja. Es gibt jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar zuerst, der Franz fragt Elisabeth, wie viele aktive Topothekare sind in Wilhelmsburg und seit wann? Gut, also seit einem Jahr gibt es uns. Alleine habe ich angefangen. Im Sommer ist noch ein zweiter dazugekommen und jetzt im Frühjahr der dritte. Wir sind drei aktive Einsteller und haben ein, wir nennen es mal Backoffice von vier Leuten, die uns mit Bilder bringen, mit Informationen und so weiter. Immer bei Fuß stehen, Leute anquatschen und Werbung machen, die aber sehr, sehr wichtig sind für uns, weil das diejenigen sind, die den Kontakt zu vielen Leuten haben und auch bereitstellen. Die nächste Frage wäre, aber kann eine Topothek nicht auch eine Chronikfunktion haben? Unser Bürgermeister in Krems hat uns in die Einleitung geschrieben, eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist. Die Topothek Krems ist ein Instrument, das uns ermöglicht, die Chronik der Stadt mitzuschreiben. Definitiv. Also man fängt immer bei der Vergangenheit an, aber merkt dann, ja, eigentlich ist vieles auch schon dokumentationswürdig, allein aus dem Grund, weil wir jetzt ja schon noch wissen, was drauf ist. Also dieser Gedanke kam sehr früh vom Herrn Busch, der in Ebergassing die Topothek macht. Da war er mir von meiner Annäherung an Geschichtsdokumentation ganz fremd. Da habe ich gedacht, ja, neue Fotos, warum? Und mittlerweile muss ich sagen, das ist großartig gewesen, weil er hat sehr früh schon Fotos reingestellt von Veranstaltungen, die er aber nicht freigestellt hat, sondern gesagt hat, die speichere ich jetzt einmal da drinnen in der Topothek. Und jetzt haben wir es eigentlich auch sehr plastisch vor uns gesehen, wie wir mit dieser Corona-Zeit wahrgenommen haben, da hat sich für alle massiv was verändert. Und da haben viele ja gespürt, das ist etwas, an das werden wir uns einmal erinnern. Und daher auch sehr früh von uns die Aufforderung und kam auch von vielen anderen Gedächtnisinstitutionen, von großen, die gesagt haben, an ihr Klientel sichert gleich irgendwelche Versatzstücke oder Erinnerungen oder irgendwelche dokumentationswürdigen Dinge, dass wir uns einmal daran erinnern können. Und wenn wir jetzt in die Topotheken schauen und vor allem in Niederösterreich Bilder suchen zur Maul- und Klauenseuchenzeit, finden wir nur wenig. Ja? Also das sehen wir, das ist damals als selbstverständlich wahrgenommen worden und da kann man natürlich einhaken. Also darum finde ich es ganz toll, da auch schon was hineinzugeben. Man hat noch mehr Informationen dazu. Und natürlich ist es für viele, die historisch fokussiert sind, nicht faszinierend, die Fotos vom vorletzten Jahr zu sehen. Ja? Aber die kann man sich ja ausblenden. Man kann sich auch eine zweite Zeitschiene einrichten, wo man sagt, die neue Zeit lege ich in die zweite Zeitschiene, das sehe ich nicht gleich. Also da gibt es auch Tricks, um das nicht gleich in den Vordergrund zu spielen. Super. Der Peter fragt, unter welchen Voraussetzungen werden neue Topotheken gegründet? Voraussetzungen. Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist mal, dass jemand da ist, der es tun will. Weil wir hatten auch schon Anfragen von Gemeinden, wo die Gemeinde wollte, aber es hat sich niemand gefunden, der es macht. Und man muss ein bisschen hineinkippen in das Ganze und es geht nicht ernsthaft um die Topothek. Ja? Das Werkzeug ist relativ egal. Ich finde, es geht darum, dass man sagt, da ist jemand, der ehrenamtlich, und davon lebt es ja auch, der ehrenamtlich mit dieser Dokumentation und mit dieser Sicherung des alten Materials eine Freude hat. Und diese Person oder diese Personengruppe, oft sind sie auch mehrere und viele, bekommen auch eine offizielle Plattform durch die Gemeinde. Also wenn es eine Gemeindetopothek sein soll, dann muss die Gemeinde mitspielen und sagen, den
Betreiberbeitrag bezahlen wir den jährlichen, damit die Topothek eben leben kann. Und es sind auch die Leute da, die es gerne tun. Ansonsten kann man auch über Icarus for All ja private Topotheken betreiben. Und die Struktur muss auch keine Gemeindestruktur sein. Also ich freue mich, dass wir es jetzt auch geschafft haben, eine schon von mir lange erträumte Topothek ein bisschen zu initiieren, nämlich die von der Pressburger Bahn. Also das ist eine grenzüberschreitende Topothek, die ist gerade im Entstehen, noch ganz klein. Aber da ist das Thema die Dokumentation einer Bahnlinie. Und je mehr Bilder hineinkommen, desto klarer wird schon diese Perlenkette der Strecke auf der Karte. Ja, also Voraussetzungen ansonsten, ja, man muss dann auch die Disziplin haben, es weiter zu tun und ich würde sagen, auch die Kommunikationsfreude mit den Menschen zu sprechen und gerne diese Informationen einzuholen. Also Oral History gehört ja. Ja. Aber kann eine Topothek nicht auch eine Chronikfunktion haben, fragt Thomas Müller. Genau, die haben wir gerade beantwortet. Es wäre jetzt die mit der Lizenz. Aber ich möchte da nur noch dazu sagen, dass es natürlich die Chronikfunktion auch immer im Vordergrund steht und interessant, da schließe ich an das, was Alexander vorher gesagt hat, dass eine Topothek nicht nur der Ausdruck dessen ist, was einmal passiert ist und was einmal festgehalten wurde, sondern auch Ausdruck dessen, der diese Eindrücke, der diese Fotos sammelt und reinstellt. Also es sagt nicht nur etwas über die Vergangenheit im Außen, sondern auch über die Gegenwart, wie man aus der Gegenwart eben die Vergangenheit sieht, was eben jemandem in der Vergangenheit als bemerkenswert aufgefallen ist. Und also somit ist es immer in diesen beiden Bezügen zu sehen. Ich denke, das wird auch mit diesem Ausdruck in der Chronik, glaube ich, sehr schön beschrieben. Das wollte ich dir noch dazu stellen. Wir sind jetzt schon ein bisschen knapp in der Zeit, wollte ich ja, sagen. Ja, genau. Das ist so wichtig, ja. Wir haben jetzt noch zwei wichtige Fragen. Und zwar zum einen, wie steht es mit der Lizenz? Unter welcher Lizenz stehen die Bilder? Dürfen sie anderswertig genutzt werden? Und die zweite Frage ist über den Datenverlust. Wie geht man gegen Datenverlust vor System- oder Anbieterwechsel? Wie kann man sich im Worst Case sichern? Also vielleicht zu den Lizenzen ganz schnell. Wir haben keine definierte Lizenz. Die können Sie selbst, wenn Sie eine Topothek betreiben, definieren. Vielleicht auch die Grundlage. Wir als Verein Icarus bieten eine Plattform, aber haben auf nichts Zugriff. Ja, also wir saugen keine Rechte ab, wir machen das Regalsystem, aber wie der jeweilige Betreiber oder Betreiberin, in den meisten Fällen die Gemeinden, dann mit den Rechten der Leute umgeht, die das Material zur Verfügung stellen, das ist Sache der Gemeinde. Und wir haben in den Topotheken, ich darf das da zeigen, jede mögliche Lizenz auswählbar. Wir haben also da zum Beispiel eine CC BY-Lizenz drinnen, also das ist, wie gesagt, regelbar. Wenn ich nichts einstelle in einer Topothek, wir haben die Topotheken eben jetzt so ausgelegt, dass eben nichts Konkretes eingebbar ist, weil die meisten haben eben die restriktive Form, dass man sagt, bitte nachfragen, die Rechte sind eben nicht freigegeben für etwas. Aber das kann man von Bild zu Bild oder auch für die gesamte Topothek von ganz restriktiv bis Creative Commons Zero kann man alles freigeben dazu. Und zum Datenschutz, Datenverlust, Datensichern? Es sind jetzt zwei verschiedene Sachen, Datenverlust, Datenschutz. Datenverlust, glaube ich, war die Frage, oder? Ja, Entschuldigung. Ja, ich lese dir nochmal die Frage vor. Wie ist die Topothek gegen Datenverlust, System- oder Anbieterwechsel, in Klammer Google zum Beispiel, also gegen einen Worst Case gesichert? Also das haben wir in den Verträgen drinnen, in den Kooperationsverträgen mit jedem oder jeder, der eine Topothek betreibt, wo wir diese Maßnahmen drinnen definieren. Also wir haben jetzt einmal rein technisch gesehen, was noch nicht der Worst Case ist, wir haben die 24-Stunden-Sicherung, auf die wir immer zurückgreifen können. Es ist doppelt gesichert dadurch und wir können dann, wenn jemand
egal jetzt von welcher Seite die Dopothek nicht mehr betreiben will, die Daten auch ausspielen in entsprechenden Tabellenformen. Also ist natürlich die Oberfläche ja dann nicht mehr gegeben, weil die zentral läuft. Aber auch die Metadaten, die ja eingegeben worden sind unter manchmal großen Aufwand des Nachforschens. Ich sitze ja auch manchmal am Abend vorm Lehmann, nur dass ich einen Namen oder eine Adresse wohin schreiben kann, zu einem Bild, was mir eben wichtig ist. Das wird erhalten. Und wir haben noch dazu den guten Fall in Niederösterreich, dass das Landesarchiv sagt, wenn aus welchem Grund auch immer eine Dopothek nicht mehr betrieben werden sollte, darf das Landesarchiv, sofern die ehemalige Betreiberin, in dem Fall eben Gemeinde, zustimmen würde, darf das Landesarchiv diese Dopothek weiterhin sichtbar halten. Also weiterhin im Netz halten, kann zwar dann nicht bearbeitet werden, aber diese ehrenamtliche Arbeit, die da hineingesteckt worden ist, geht eben nicht verloren. Danke. Otto, für dich gäbe es da noch eine Frage von Fabio. Ja, also das sind sicherlich auch eine Frage an den Czartek, was ich eben punkto Datenschutz, wenn es eben öffentlich ist und eine Dopothek lebt ja davon, dass sie der Öffentlichkeit zugänglich ist, was das anbelangt. Von der Familiengeschichte her kann ich nur sagen, der Datenschutz von den personenbezogenen Daten, der geht auf 100 Jahre zurück, was die Geburten betrifft, was die Taufen, also was die Eheschließungen und Sterbefälle, Sterbedaten dazu halt anbetrifft, das ist dann auf 30 bis 75 Jahre geschützt. Also, bei Matricula sind die letztgenannten beiden Daten bis 1938 verfügbar. Wenn ich jetzt eben als Dopothekar, also jetzt da jemanden einspiele auf einem Bild, der aber noch lebt. Bei einer Dopothek ist es natürlich von dem her ganz anders, weil es verschiedene Medien sind. Also Bilder sind ja nicht nur von dem her datengeschützt, von dem, der abgebildet ist drauf oder die Leute, die darauf abgebildet sind, sondern auch von dem, der das Foto gemacht hat oder die Rechte darüber hat, das auseinanderdriften kann, das nicht unbedingt 1:1 ist. Und von dem her ist es bedeutend komplexer wahrscheinlich als bei der Familienforschung, wo man eben familienbezogene Daten ins Netz stellt. Von den Überlebenden kann man es wahrscheinlich im Rahmen einer Familienforschung sich die Genehmigungen einholen und die Daten, die eben dann über Leute sind, die das nicht haben wollen, eben ausblendet. Das ist dann einfacher möglich. Aber der Alexander wird das besser der Dopothek-Seite her betrachten. Genau. Können. Oder Elisabeth, wie macht sie das, wenn noch Leute leben und auf den Bildern oben sind? Also bei meiner Familiendopothek, da war überhaupt die Familiendopothek nicht öffentlich. Daher war das absolut kein Thema, weil es hat nur die anschauen können, der Passwort gehabt hat und das war kein Problem. Bei der Dopothek von Wilhelmsburgen machen wir es nach dem Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter. Und wir haben eigentlich auch noch nie das Problem gehabt, dass jemand jetzt nicht in der Dopothek erscheinen wollte. Eher im Gegenteil, ich bin da drauf, warum stehe ich nicht dabei? Es ist eher das, dass die Leute dann sich schon sehr gerne wiederfinden. Es gibt dann noch eine wichtige Frage an den Alexander, gehe ich jetzt einmal aus. Was kann man machen, wenn man überhaupt keine Angaben zur Entstehung eines Fotos hat, weil ohne diese Angabe ein Foto nicht sichtbar werden kann? Da muss man gewisse Rahmenwerte einhalten. Ich beantworte nämlich da auch gleich noch was schnell zwischendurch. Da muss man natürlich die Rahmenbedingungen anschauen. Wir haben in Österreich Gott sei Dank eine sehr schöne Dispens, nämlich für die Lichtbildwerke, die es in anderen Ländern nicht gibt. Also das scheint eine österreichische Spezialität zu sein, dass Lichtbildwerke zur Veröffentlichung frei sind, sofern sie vor 1932 angefertigt worden sind. Jetzt einmal ganz salopp gesagt, gibt es natürlich auch noch Feinheiten dazu. Ansonsten müsste man eben diese rechtlichen Dinge, einerseits das Urheberrecht, andererseits natürlich das Datenschutzmäßige, klären. Wir haben da, vielleicht sieht man es im Bild, so eine Anleitung, auch eine ganz einfache, wo man die Grundzüge als Iterarium einmal sieht. Was, wenn
ja, nein, dann zum nächsten. Wenn man diese Dinge nicht weiß, ist es halt relativ restriktiv. Entweder es fällt in den Bereich der Möglichkeit herein, wenn es vor 1932 in Österreich war. Wenn nicht, dann gelten die Werke als verwaist. Und dann muss man sich überlegen, was tut man damit? Ja? Also da gibt es natürlich viele Grauzonen, die auch in der Vergangenheit schon nicht eingehalten worden sind oder entsprechend, sensibel gehandhabt worden sind. Da muss man immer aufpassen und sich auch ein bisschen mit der Wahrscheinlichkeit umtun, muss ich sagen. Ja, ansonsten haben wir aber schon die Aufforderung im Hintergrund, dass wir möglichst viel Daten noch erfragen. Wenn ich an solche Fälle erinnere, wie kleine Ansichtskartenverlage, wo man noch Nachfahren kannte und die gesagt haben, großartig, jetzt wissen wir, wofür der Großvater das gemacht hat, ihr könnt das verwenden. Ja, also das sind die positiven Fälle, wo man wirklich auch im rechtlichen Sinn Dinge aus der Grauzone herausholt und wirklich erhaltbar und veröffentlichbar macht. Wenn man es nicht weiß, wie gesagt, die Rahmenbedingungen möglichst einhalten und abschätzen, kann was passieren, kann was nicht passieren. Das sind eben oft Ermessenssachen und es gibt auch große Institutionen in Österreich, die Dinge tun, die nicht ganz rechtlich gedeckt sind, wo man aber sagen muss, Gott sei Dank tun sie das, weil damit viel dokumentiert wird. Mhm. Danke. Ja, wir sind zwar jetzt schon am Ende der Sendung, also zumindest ist es 20.04 Uhr, aber gerne noch, wenn irgendeine Frage noch kommt, vor allem auch vielleicht von Topothekaren, die uns hier während der Sendung jetzt begleitet haben, dann können wir sicherlich gerne noch auf das eingehen. Also geschrieben, glaube ich, ist, ja, dass in anderen Ländern teilweise andere Zeiträume für den Datenschutz bestehen, das ist auch richtig. Und was ich ja, aus dem Chat haben wir alle Fragen jetzt endlich beantwortet. Genau, beantwortet, ne? Ja, dann vielen Dank für die rege Teilnahme wieder und das Interesse. Und also danke an alle, die teilgenommen haben, die uns da begleitet haben jetzt. Ein kleiner Hinweis, dass eben in 2 Wochen dann wir uns wieder hier treffen und über Monasterium sprechen werden. Und ja, danke an die beiden Vortragenden heute, die Elisabeth Kultscher und den Herrn Alexander Schadek. Natürlich auch dir, Christina, für die Hilfe. Und ja, dann wünsche ich einen guten Abend und bis in 2 Wochen. Ich wollte doch kurz sagen, es wurde gefragt, wie man an die Aufzeichnungen kommt. Also wir schauen, dass wir das auf YouTube veröffentlichen. Was ich machen werde, ich kann es dann auf der Icarus for All-Seite beziehungsweise der Alexander auf der Topothek-Seite oder die Elisabeth. Oder wir werden das halt dann in den auf unseren Social-Media-Kanälen verbreiten. Aber im Grunde genommen wird es wahrscheinlich auf YouTube hochgespielt werden beziehungsweise auf Instagram, weil da gibt es dieses IGTV, da hat man auch lange Zeit. Aber da braucht sich keine Sorgen machen, wir verkünden das noch in den sozialen Kanälen. Okay, ja. Wir werden es vielleicht auch in den Rundschreiben noch an die Teilnehmer nochmal dann den Leuten erklären, wo sie ist und wie es dazu kommen. Vielen Dank. Ja. Gut, dann wünsche ich einen guten Abend und bis in 2 Wochen wieder.